Feinstaub tötet. Unser heutiges Motto kommt etwas reißerisch und populistisch daher, aber leider beschreibt sie die Realität ziemlich gut. Denn immerhin kommen in Deutschland pro Jahr 65.000 Menschen wegen Feinstaub direkt oder indirekt ums Leben. Peter Erben von der Bürgerinitiative Neckartor hat sich dieses Thema buchstäblich auf die Fahnen geschrieben und möchte heute mit seinem Redebeitrag noch etwas dazu sagen. Peter Erben. Dankeschön. Ja, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde gelebter Demokratie. Feinstaub und Stuttgart 21 kommen daher wie Pest und Cholera. Sie machen ein gutes Leben unmöglich. Bereits vor 7 Wochen, am 14. März, wurden am Neckartor und damit an allen vielbefahrenen Straßen Stuttgarts die zulässigen EU-Grenzwerte für Feinstaub zum 35. Mal in diesem Jahr überschritten. Das bedeutet, von diesem Tag an ist für das ganze Jahr 2014 jede weitere Überschreitung unzulässig. Wenn ihr so wollt, ungesetzlich. Wer aber glaubt, ab sofort steht ein Gesetzeshüter an der Messstation und sorgt dafür, dass die geltenden Verordnungen zum Schutz der betroffenen Bewohner durchgesetzt werden, der täuscht sich gewaltig. Im Grundgesetz steht, dass jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. Gilt das Grundgesetz nicht auch für die Menschen am Neckartor? Die Einhaltung der Grenzwerte gelingt nur dann, wenn das Verkehrsaufkommen halbiert wird. Genau das muss passieren, und zwar sofort. Paris hat uns vorgemacht, wie so etwas geht. Wir müssen diese Maßnahme fordern. Deswegen ruft die Bürgerinitiative Neckartor nächsten Samstag um 15 Uhr zu einer Demonstration auf der B14 auf. Stuttgart 21 zementiert die Feinstaubbelastung. Die in Stuttgart für 2013 und 2014 ermittelte Feinstaubbelastung ergibt im Trend wieder eine Verschlechterung im Vergleich zu den Jahren davor. Wen wundert das? Wen wundert das nach der Fällung hunderter feinstaubbindender Bäume rund um den Hauptbahnhof? Daher gilt es, bei der Kommunalwahl die Politiker zur Verantwortung zu ziehen, auf deren Betreiben für Stuttgart 21 uralte Bäume gefällt wurden. Denn diese Bäume waren von unermesslichem Wert für unser Stadtklima. Der geplante Weiterbau und der Betrieb von Stuttgart 21 ist auch sonst eine Art Brandbeschleuniger für die Zunahme der Stuttgarter Feinstaubkonzentration. Tausende und Abertausende Lkw-Fahrten, tausende dieselbetriebene Baumaschinen, Rückbau der Schieneninfrastruktur am Bahnknoten Stuttgart, ausgedünntes Angebot von S-Bahnen und Regionalbahnen, weil dem Land durch Stuttgart 21 schlichtweg das Geld dafür fehlt. Mehrjährige Unterbrechungen von Stammstrecken der Stuttgarter Straßenbahnen. Die Lust der Pendler, vom Auto auf die Stadtbahn umzusteigen, wird sich in Frust umwandeln. Das alles führt zu noch mehr Verkehr auf der Straße und zu noch mehr Feinstaub. Um der Kundschaft des unsäglichen ECE-Einkaufszentrums aus ganz Süddeutschland die problemlose Anreise auf 4 Rädern zu ermöglichen, wird mit Hochdruck ein S21-Straßenbauprogramm durchgepeitscht. 6-spuriger Ausbau der Wolframstraße als Teilstück des erweiterten Cityrings, Bau des 4-spurigen Rosensteintunnels, Bau...
Bau der dritten Leuze-Tunnelröhre. Allein dieser Stuttgart 21 Straßenbau führt am Neckartor zu prognostizierten 20.000 Fahrzeugen mehr am Tag. Wurde uns nicht versprochen, Stuttgart 21 bringt mehr Verkehr auf die Schiene? Viele von uns haben Fritz Kuhn zum Oberbürgermeister gewählt, weil er versprochen hatte, dass er sich in Sachen Feinstaubbekämpfung mächtig ins Zeug legen würde. Ich sage hier, dass unser Oberbürgermeister den Kampf gegen den Feinstaub verlieren wird, wenn er sich weiter dem Diktat der Stuttgart 21-Planung unterwirft. Der Versuch der Feinstaubschlange, den Kopf abzuschlagen, während aus ihrem Schwanz schon zwei neue Köpfe wachsen. Sein Schwert ist stumpf, seine Arme werden von Grube und Zetsche nach unten gedrückt. E-Mobility klingt schick, aber entscheidend wird sein, das Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Moderne, nachhaltige Verkehrskonzepte setzen in erster Linie auf den ÖPNV, auf den Fußgängerverkehr und auf den Fahrradverkehr. Die Menschen haben ein Recht auf Schutz vor krankmachendem Feinstaub. Wir lassen uns nicht länger hinhalten, sondern fordern Maßnahmen, die sofort wirken. Ein Fahrverbot à la Paris wäre eine solche Maßnahme. Um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen, ruft die Bürgerinitiative Neckartor zu einer Demonstration auf. Diesen Samstag, den 10. Mai, auf der B14, Treffpunkt am Friedensplatz um 15 Uhr. Wir sehen uns. Bis dann. Oben bleiben. Dankeschön. Danke, Peter Erben von der Bürgerinitiative Neckartor. Er hat jetzt schon mit